Was ihr Entlein jetzt braucht, ist ein ruhiger nächtlicher Schlaf. Unski kommt morgen früh wieder zurück. Ich sehe euch dann um 5 Uhr morgens. Nacht die Nacht. Oh, mein Bro. Noch einen Tag mit diesem verrückten Biber halte ich echt nicht aus. Sehe ich auch so, aber wenigstens kriegen wir endlich etwas Schlaf. Oh, Unski hat Schlaflied singen vergessen. Hier kommt traditionelles Wikinger-Schlafliedchen. Schlafenszeit, Schlafenszeit, Schafe stehen zum Zählen bereit. Schüttelt kräftig eure Kissen. Träumt vom Brot, nehmt den Bissen. Spaß beiseite, denkt daran, denn die Schlafenszeit fängt an. Atmet aus, atmet ein, wenn ich schrei, schlaft ihr ein. Schlaft schon ein. Ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind jetzt ziemlich wach. Entlein sind wach! Geh da weg, Mond! Ja! Hallo, Sonne! Wie lange bleibst du noch mal unser Diener? Für den Rest von Unskis Leben. Oder bis Unski die Schuld zurückzahlt und euch rettet. Das ist es, Badus. Ich habe einen Plan. Aber zuerst müssen wir uns wegschleichen. Unski! Hm? Du müsstest für uns den, Rasen mähen. Oh, nun seht euch das doch mal an. Der Rasenmäher ist kaputt. Dann musst du wohl diese Pinzette nehmen, um jeden Grashalm einzeln rauszuziehen. Okay. Greifen, pflücken, ziehen! Greifen, pflücken, ziehen! Ich bin Unski, der Große, und ich greife, pflücke, ziehe! Nicht schlecht. Wir sollten ihn auch noch die Hecke schneiden lassen. Unbedingt, aber jetzt müssen wir uns beeilen. Werfe ich noch mal Brot hinten raus, das stattdessen auch in meinem Bauch landen könnte? Oh, damit locken wir das Wolkenmonster an. Oh, richtig. Warte, damit locken wir das Wolkenmonster an? Du willst doch Unski loswerden, oder nicht? Naja, nicht, wenn wir uns dafür rumschlagen müssen mit diesem grauenvollen, fiesen, nichtsnutzigen, hübschen, nett lächelnden, wirklich nur von allen missverstandenen Wolkenmonster da! Ja. Keine Mahlzeit, denn kommt mir zweimal. Halt, halt! Großer, anstatt nur uns zwei hier zu fressen, wie wär's mit einem lebenslangen Vorrat schmacktastischen Brotes? Lebenslanger Vorrat, ja? Wo ist der Haken? Du musst nur so tun, als würdest du uns fressen. Dann, wenn Unski kommt, um uns zu retten, lässt du ihn das tun. Klingt einfach. Ha, wir sind im Geschäft. Ein Deal, der es mir erlaubt, euch zu hintergehen und euch danach alle zu fressen. Moment! Sagtest du eben, du würdest uns fressen? Nein, ich hab nur gebeatboxt. Werde euch gleich fressen. Denn ich hintergehe euch. Das ging ins Ohr. Aber es klang fast so, als wolltest du uns fressen. Was? Nein! Okay, ja. Schnallt euch an, Essen, hier kommt der Raketenschlag! Wir liefern euch Brot mit dem Crazy Brotgeschmack! Crazy, crazy, crazy Brotgeschmack! Sway, sway! Mach die Fassrolle, Bro!